Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Und zwar haben wir heute ein paar Oldschool-Packs. Und zwar haben wir fünfmal Diamant und Perl rätselhafte Wunder. Und ich muss sagen, die Dinger waren ein super Schnäppchen, das ich auf eBay gefunden habe. Und zwar waren die falsch gelistet und für quasi wirklich 1 Euro pro Pack habe ich die Dinger bekommen. Ich habe auch noch mehr, das sind nicht die einzigen, aber ich wollte jetzt erstmal nur 5 aufmachen, so als ganz kleines Video. Und ich hoffe mal, dass die Dinger nicht abgewogen sind, wobei, wenn, dann müssen sie damals abgewogen sein, weil das lohnt sich überhaupt gar nicht, die Packs abzuwiegen, weil die Dinger sind trotzdem, auch wenn sie von, ich glaube, von, ich mache das mal so, von, die machen wir eh gleich auf. Die Packs sind von, sieht man's? Ja, die sind von 2008. Aber auch wenn die von 2008 sind, sind die nicht so viel wert. Die sind jetzt vielleicht 3,50, wenn man für die Packs noch 3,50 bekommt, ist das eigentlich noch ein guter Preis, würde ich sagen. Und deswegen denke ich mal nicht, dass die wirklich abgewogen sind, weil die Karten sind gar nicht so viel wert, die Level Xer. Weil, ich meine, selbst wenn die, das ist das zweite Set nach der EX-Serie, nach den EX-Serien, aber ich weiß nicht, die ab den Diamant- und Perl-Serien hat es so einen kleinen Peak gegeben, beziehungsweise ist es so runtergegangen von der, wie wert diese Sets sind oder wie hoch angesehen die sind, weil EX Power Keepers, was ja das Set vor Diamant und Perl war, ist super viel wert, also bezahlt man 10 Euro für ein Pack, wenn man das überhaupt mal noch auf Deutsch findet, und nicht die hier, die kriegt man hinterhergeschmissen. Ich krieg Diamant- und Perl-Booster für, ich habe welche für 2,50 bekommen. Also von daher, aber ohne groß Gequatsche oder ohne großes Gefachsimpel, wollen wir jetzt einfach mal anfangen, weil ich finde diese Packs sind einfach, oder diese Serien sind einfach cool und auch irgendwo so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht Kindheitserinnerungen, aber so an die guten alten Tage, weil das war so eigentlich die Zeit, wo ich mit Pokémon-Karten angefangen habe. Mehr oder weniger, beziehungsweise zu Power Keepers habe ich, glaube ich, damals angefangen, sage ich mal. Aber wir fangen jetzt an mit Funpi, Slimer und Shiggy. Wir gehen jetzt auch mal ein bisschen langsamer durch die Karten durch, damit ihr mal so die alten Artworks seht. Und ich finde die so cool. Ich weiß nicht, die Diamant und Perl, Platin und Hard Gold zu Silver Zeiten. Auch wenn es so die Sets sind, die am häufigsten, die man noch am häufigsten findet, sage ich mal, von alten Packs, finde ich die eigentlich immer noch am coolsten. Aber das war halt einfach so meine Anfangszeit, deswegen. Und ein Knilz, das haben wir jetzt auch schon wieder gesehen. Und ein Gardevoir Holo, oh mein Gott. Richtig nice. Und vor allem auch dieses Holo-Pattern, diese Galaxy Foils, die es ja hin und wieder noch als Promos gibt. Oh nice, oh nice. Richtig cool. Sau cool. Nice, also ich muss sagen, die alten Packs, die gefallen mir, und ich glaube, da mache ich auch noch ein paar mehr davon auf, weil ich es einfach kann. Und in den Sets gibt es hier übrigens Level X-Karten, das heißt keine EX-Karten, und Secret Rare gibt es, glaube ich, auch nichts. Also Level X ist das Einzige, was man wirklich bekommen kann. Von daher, ja. Jetzt aber mal gut mit dem Gefachsimpel, wie Dio es so gerne sagt, sage ich jetzt mal. So, und hier kurz sortieren. Und dann haben wir Radfratz, Schuppet, Muschas, Trank, Sonkern, Kapilz, Lombrero haben wir auch gerade schon gesehen, Nidorino, Sonflora ist eine Rare. Und als Rare nochmal eine Holo, Galagladi. Nice. Ich meine, gönnt euch einfach mal. Ah, das waren noch die Zeiten, wo die Holos noch richtig nice ausgesehen haben. Ich meine, jetzt in Sonne und Mond sehen sie schon wieder besser aus, finde ich. Da geht es nochmal so ein bisschen nach oben. Aber die Schwarz- und Weiß-Zeit und das danach, das war ja einfach nur langweilig. Aber die sind super cool. Also, ich finde das nice. Wir brauchen nicht mal eine Level-X-Karte zu ziehen. Oh, da kommen wieder so die guten alten Zeiten hoch. Ach ja, das war so cool. Ich finde es auch so schade, man kriegt irgendwie bei uns lokal gar keine Pokémon-Karten mehr, nirgendwo. Außer beim Kiosk, und da gibt es Packs für 4,50. Wo ich mir so denke, yo, alles klar. Definitiv. So, machen wir weiter mit einer fokussierten Karte. Machen wir, schaffen wir das? Ah, Anton, Kanivana, Hauptspross,
Pipi und die hatten damals auch irgendwie so, guck mal, so Items quasi. Mondstein, das war dieses, kann man mit diesen Alpha-Sachen oder mit diesen Double-Type, nee, Quatsch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Halb-Full-Art-Dinger aus Ewiger Anfang damals, die ist dazu, oder die da eingeführt wurden, oder in Protoshock, genau. Und zwar kann man Pipi ja in dem Zug entwickeln, wo man es gespielt hat. Das war ganz cool eigentlich. Trasla Tauboga Incognito O. Metallenergie als Spezialenergie. Ein Burmi-Sandumhang als Reverse. Und noch eine Holo. Die Packs sind abgewogen, aber man hat nur die Holos bekommen. Lol. Ach, das ultra nice. Ich weiß nicht. Guckt es euch einfach an. Da gab es auch immer noch Poke-Bodies und Poke-Power, anstatt nur Fähigkeiten. Also ich muss sagen, sau cooles Opening. Und wir haben immer noch zwei Packs. Nur Holos. Krass. Oder ich habe mir einfach nur gerade die richtigen ausgepickt. Ich habe nämlich insgesamt 18 Stück gekauft. Puh. Puh. Also ich werde auf jeden Fall mal nochmal rätselhafte Wunderpacks auspacken. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, so ein paar kann man machen. Dann haben wir auch öfter mehr Videos, ne? So, Fokussier. Danke. Sonnkern. Knackleon. Taubsi. Baldorfisch. Natu. Zubiris, auch ein ultra cooles Artwork. Und mit Feuerwerk im Hintergrund. Incognito N, Roxanas Nachforschung, das war auch eine Karte, die damals sehr spielstark war. Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Karten aus beliebiger Kombination aus Basis-Pokémon und Basis-Energiekarten. Ach ja, die alten Zeiten. Burma-Dame, Sandumhang als Rare-Reverse. Und ein Entoron, ist eine normale Rare. Voll in Ordnung, voll in Ordnung. Die erste normale Rare, die wir gezogen haben. Jetzt noch eine Level X für das letzte Pack, das wäre cool. Das wäre richtig, richtig cool. Ich muss sagen, das macht gerade so Spaß, die Dinger hier auszupacken. Ah, ist das cool. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß daran, das Video zu gucken. So, 3 und 2. Also, es ist auch schön zu wissen, dass die Dinger definitiv nicht abgewogen sind. So, Corazon, Pandia, Electek, Slimer. Knilz, nochmal Roxanas Nachforschung. Ich glaube, ich baue mir mal ein Oldschool-Deck. Slymog, Bisaknosp, ein Turtok Rare Reverse. Wow, nice. Also wir ziehen hier nur gutes Zeug und ein Minun als Rare Reverse. Ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin mit der Ausbeute sehr zufrieden. Die Level X hatten sowieso super selten eigentlich. Ich glaube, man hat so 2 oder 3 Stück pro Display bekommen damals. Aber nochmal die Puls, falls ihr euch nicht mehr so richtig dran erinnern könnt. Wir haben Entei, Galagladi und Gardevoir. Was ich auch cool finde, Galagladi und Gardevoir. Dass wir das Paar bekommen haben. Und das Turtok Rare Reverse ist natürlich auch cool. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich lese mir alle Kommentare immer durch. Und was vielleicht auch noch zum Ende zu sagen ist, guck mal auf unserem Discord vorbei. Wir haben so einen, also der Discord von Dio wurde zu einem Community-Discord für Poketuber. Da bin ich auch sehr aktiv und ich würde einfach sagen, guck da mal vorbei. Der ist auch jetzt immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wenn ihr mit mir tauschen wollt, in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr euch gerne da melden. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao!